Hallo und herzlich willkommen zu unserem achten Community Talk mit unserem XL-Apaka. Hallo. Und zwar zu dem Thema Germany Says Welcome. Und ich bin sehr froh und glücklich, heute drei wunderbare junge Menschen hier zu haben, beziehungsweise draußen an den Geräten. Das ist einmal Vidista, Anna und Karl. Und vor gut 5 Jahren sagte unsere Bundeskanzlerin, wir schaffen das. Und wenn ihr euch vielleicht erinnert, vor 5 Jahren gab es die sogenannte Flüchtlingskrise, also eine Zeit, in der sehr viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, vor Krieg, Hunger und anderen schrecklichen Lebensumständen geflohen sind und Deutschland gar nicht so richtig darauf vorbereitet war. Zeitgleich, auch im September, fand der Jugendtakt West, damals hieß es so, statt, heute ist es Jugendtakt Köln. Und da haben sich ein paar wunderbare Jugendliche, junge Menschen, eine schöne Lösung überlegt für diese Herausforderung, vor der Deutschland stand, aber vor allem auch die geflüchteten Menschen standen. Und wir hatten tatsächlich zum ersten Mal einen Themenschwerpunkt mit Jugendhakt, nämlich Refugees Welcome und gegen Rassismus zu arbeiten. Und ich würde jetzt gerne kurz Anna, Vidista und Karl vorstellen, die heute hier sind. Und ich freue mich sehr, wenn Anna vielleicht ein bisschen was zu dem Projekt erzählen kann. Also wie kam es dazu? Was habt ihr gemacht? Ja, also das hat alles angefangen, wie du schon gesagt hast, bei Jugendtakt West, damals 2015. Und damals hat das Projekt angefangen mit eben mir, Vidista, Karl und Patrice. Und dann hat es sich über eine gewisse Zeit entwickelt. Es sind mehr Leute dazugekommen, mal sind welche abgesprungen. Und jetzt sind wir so die drei, die immer noch mal drüber reden und wenn es darum geht, gefragt werden. Und genau, bei Jugendtakt West, da war das schon so ein bisschen im Gespräch, halt diese Geflüchteten-Thematik. Und wir hatten überlegt, ja, das wäre ja cool, wenn man dazu irgendwas machen könnte. Und haben uns dann überlegt, ja, was kann man da für technische Sachen schaffen, die irgendwie was Positives beitragen können. Und da kam dann halt die erste Idee für Germany Says Welcome, so hieß das ja damals noch. Das haben wir dann, ich glaube, 2 Monate später oder einen guten Monat später bei Jugendtag Berlin weitergeführt und entwickelt. Und dann sind wir zu ganz vielen verschiedenen Veranstaltungen gegangen. Wir waren beim Refugee Hackathon in Berlin. Also bei ganz vielen Veranstaltungen. Und dann ist so das Land NRW auf uns aufmerksam geworden und hatte praktisch eine Kooperation vorgeschlagen. Und dann haben wir in Kooperation mit dem Land NRW eben Welcome to NRW entwickelt. Und das war dann auch die offizielle App für Geflüchtete des Landes Nordrhein-Westfalen. Und die Entwicklung hat so ein gutes halbes Jahr dann gedauert. Das ist dann, glaube ich, Mai 2016 fertiggestellt worden. Ja, kurz ein breiter Überschlag, was passiert ist. Ja, also in einer sehr kurzen Zeit habt ihr, glaube ich, ziemlich viel erreicht, wenn es eben tatsächlich zum Schluss, was du gesagt hast, ja auch die offizielle App des Landes Nordrhein-Westfalen wurde. Aber was ist es überhaupt eigentlich für eine App und was kann die? Also es gab verschiedene Funktionen. Es gab einmal so eine Kartenfunktion, da war konnte man filtern, welche Informationen einem gezeigt werden sollte. Also Geflüchtetenheim, diverse Ämter und so weiter. Dann gab es ein Facebook, das war auch in Kooperation mit, ich glaube, Refugee Facebook hießen die, irgendwie so. Und also praktisch ein Wörterbuch. Dann gab es so eine FAQ-Sektion, wo praktisch Fragen und Antworten waren und dann noch diverse wichtige Rufnummern. Und eigentlich das Kernkonzept, das wurde aber noch nicht bei Jugendhack West erschaffen, sondern das ist uns im Verlauf der Entwicklung mit Nordrhein-Westfalen zusammen eingefallen. Es gab so ein 3-Stufen-Prinzip. Also Stufe 1 war, man kommt gerade in Deutschland an und man hat noch gar nichts, also man weiß noch nichts. Dann die zweite Stufe war praktisch vor der Beantragung des Asylantrags, also da ging es auch viel um die Beantragung. Und die dritte Stufe war, nachdem der Asylantrag bewilligt wurde.
Und praktisch je nachdem, welche Stufe man genommen hat, dann wurden einem andere Frage-Antworten vorgeschlagen. Also praktisch, damit man genau wusste, zu welcher Phase was jetzt die wichtigste Information ist. Also das war so das Kernkonzept, was dann zugrunde lag, damit alle Geflüchteten die für sie relevanten Informationen kriegen. Ah ja, ich hatte ja eingangs schon so ein bisschen erwähnt, 2015 war in dieser Hinsicht ein spannendes Jahr. Es ist viel passiert und Deutschland war, oder viele Menschen waren sehr, sehr solidarisch und viele Gemeinden und Kommunen und Städte. Aber wie ist denn bei euch eigentlich ganz konkret die Idee entstanden damals? Also auch der Hintergrund, praktisch Informationen und mehr Daten und Wissen anzubieten für Geflüchtete. Also das war für uns einfach aus humanistischem Interesse. Also wir hatten, natürlich hat man in den Medien so alles mitbekommen und es war ja auch immer das Motto von Jugendhack mit Code, die Welt verbessern. Und ich sage mal, es war dann ja bei Jugendhack West eine naheliegende Thematik sozusagen. Es war praktisch die Gegebenheit, die im Moment überall in den Medien waren und es war klar, dass es irgendwie ein wichtiges Thema im Moment. Und vielleicht etwas, wo man eben mit Code die Welt verbessern könnte. Und dadurch kam das so, ja. Ich glaube, der allererste Ansatz ging hervor aus einer anderen App, die auch so irgendwie in diesem Jugendhackt-Umfeld ihren Anfang hatte. Da kann Karl vielleicht auch mehr erzählen. Das war eigentlich eine Tauschbörse. Und da war der erste Gedanke damals, also vielleicht könnte das ja für Geflüchtete hilfreich sein. Später wurde die Tauschbörse dann rausgeworfen und andere Sachen kamen in die App rein, weil wir dann festgestellt haben, okay, die Probleme, die es zu lösen gilt, sind eigentlich ganz andere. Aber das war so ganz der Anfang. Also wir haben im Laufe der Entwicklung auch in den ersten ein, zwei Monaten bestimmt dreimal das Konzept komplett über den Haufen geworfen und nochmal von vorne angefangen haben. Wir haben auch die Codebase mehrmals komplett über den Haufen geworfen. Ja, genau. Also die Sachen, die auf dem Hackathon entstanden sind, waren oder auf den Hackathons entstanden sind, waren eher Prototypen, und die eigentliche App ist dann in unseren Workshops entstanden. Ja, ihr könnt ja gleich nochmal erzählen, wie, also Anna hat es vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass da so relativ viele Stadien waren, wie die entwickelt wurde, die App. Das hast du jetzt auch nochmal gerade gesagt und hat auch gesagt, eigentlich gab es teilweise ganz andere Probleme zu lösen. Woher wusstet denn ihr, was zum Beispiel eine Geflüchtete oder ein Geflüchteter für Schwierigkeiten hat, wenn er kommt? Habt ihr mit jemandem gesprochen und euch auseinandergesetzt, der da tatsächlich euch sagen konnte, also so geht's mir, weil ihr wart ja selber zum Glück noch nie in so einer Situation. Ich glaube, das ist was ich jetzt auch so rückblickend, also was wir damals total verpeilt haben. Also wir haben, das war eher so ein, wir sehen irgendwie dieses Problem, das ist jetzt irgendwie groß in den Medien, ein bisschen auch so, wie es jetzt zum Beispiel mit Corona ist, irgendwie, ich will irgendwas machen, aber alles, was wir können, ist irgendwie halt Technik oder so. Und dann haben wir halt irgendwie erstmal was gemacht, was wir können. Was aber zumindest in den Anfangsphasen, das ist dann mit dem Land NRW zusammen war, haben die auch viel mit Geflüchteten geredet, aber wir haben halt vor allem irgendwas für Leute gemacht und sehr wenig mit denen, was ich jetzt rückblickend auch einen Riesenfehler finde. Ja, also man muss dazu sagen, dann später gab es schon einen gewissen Kontakt mit Geflüchteten. Also bei Jugendhack Berlin gab es damals schon, ich glaube, zwei Geflüchtete, die so Ansprechpartner waren. Und da beim Refugee Hackathon in Berlin auch. Aber ja, also ich muss Karl schon recht geben, in der Retrospektive hätte man da vielleicht früher auch Kontakt suchen sollen und eher auf Bedürfnisse eingehen sollen, die wirklich da sind, nicht die wir uns vorstellen, dass sie da sind. Wobei ja eben dann auch später durch den Input vom Land eben mehr wirklich was rauskam, was auch wirklich praktisch zu nutzen war. Ja. Okay, aber wir haben jetzt schon mehrmals darüber gesprochen, dass es einfach sehr viele Prototypen letztendlich gab, wie das eben auch in der Entwicklung so ist. Das heißt, ihr wart am Anfang bei Jugendhack West, dann wart ihr in Berlin, dann wart ihr noch bei dem Refugee Hackathon. Also, wie kam es dazu, dass ihr praktisch da diese drei Stationen auf euch genommen habt und nicht einfach gesagt habt, okay, wir haben das jetzt gemacht und gut ist. Wurdet ihr eingeladen?
Ja, also zum Refugee Hackathon wurden wir eingeladen. Das war halt am Anfang den Tech West. Das war halt, wir kannten uns schon so ein bisschen, also manche besser als andere. Und dann sind wir halt auch alle einfach Freunde geworden, also im Verlauf des Projektes. Das war dann relativ früh klar. Genau, das ist ein Bild vom ersten, von Jung Tech West. Das war so ein Teamfoto, genau, da sehen wir alle noch ganz anders aus. Noch ganz anders aus. Und sorry, ich habe so geschielt auf dem einen Bild. Ja, und dann, genau, dann kam halt Einladung. Es kamen auch tatsächlich noch viel mehr Einladungen. Also ich weiß gar nicht mehr, bei welchen Veranstaltungen ich alles war und wie die alles hießen. Ich war auch mal bei irgendeinem Barcamp offene Kommunen NRW in Wuppertal. Und wir waren bei so vielen Veranstaltungen. Ja. Aber warum? Also, wie kam es, dass ihr da immer wieder, also war das eure Initiative, dass ihr, also oder sind die Menschen von euch selber auf euch aufmerksam ge geworden? Habt ihr die ganze Zeit weiter gecodet? Wie war das? Sonst, ja, also das war teils, teils, also es war schon unser Antrieb, dass wir halt weitermachen wollen. Also es war auch von Anfang an unsere Idee, nach bei JugendHack West oder nach JugendHack West, ja, wir wollen da zusammen weiter bei JugendHack Berlin machen. Da ist in der Zwischenzeit, glaube ich, nicht ganz so viel passiert, weil wir auch alle noch zur Schule gegangen sind. Aber dann, genau, das war schon die Idee, dass wir dann bei JugendHack Berlin weitermachen. Wie gesagt, Refugee Hackathon, da kamen ja schon Leute auf uns zu, aber wir hatten auf jeden Fall auch, also wirklich Lust, weiterzumachen, weil es halt Spaß gemacht hat und wir uns gut verstanden haben. Ja. Der Sehr Kontakt zum interessant. Land NRW, wisst ihr noch, wie der eigentlich hergestellt wurde? Genau. Nicht ganz. Ich glaube, das Auch hat nicht? einer unserer Mentoren organisiert. Okay, vielleicht. Aber genau, was auch für uns natürlich ein großer Motivationsfaktor war, ist, dass von Anfang an das Echo relativ groß war. Also wir haben bei JugendHackt West damals, vielleicht erinnert sich noch jemand, damals gab es bei JugendHackt noch Preise, haben wir, glaube ich, sogar zwei Preise abgeräumt. Publikumspreis mit Code wird die Welt verbessern, Ja, wir beide ah, drin. der Publikumspreis, ja, das Flashbacks. Und ich glaube, das ging dann noch, aber nach dem JugendHackt Berlin-Ding kamen dann auch die ersten Interviewanfragen. Auch bei dem, ich kann ja gerade mal das Foto zeigen, auch beim Refugee Hackathon kam eine unglaubliche Anfrage von Medien. Also anfangs größtenteils die öffentlich-rechtlichen, irgendwelche Radio-Interviews, kurze Fernsehbeiträge, aber später auch kamen dann auch die Privatsender und Zeitungen. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, na gut, das scheint ein wichtiges, relevantes Thema zu sein, dann sollten wir das mal weitertreiben. Und natürlich die Motivation, dann mit NRW zu kooperieren, war natürlich auch relativ groß, Aha, ja. weil da war natürlich auch also es war relativ schnell dann klar, die werden uns halt Treffen finanzieren. Also wir konnten uns dann einmal im Monat alle treffen. Und das war natürlich super cool für uns, weil wir uns einfach. Klar, es ist für so Jugendliche nicht ganz leicht, sich einfach mal jeden Monat das zu organisieren, sich mit Leuten aus ganz Deutschland, Karl hat damals ja noch in Israel gewohnt, zu treffen. Und die haben das halt möglich gemacht. Wir waren dann im Hostel in Köln und haben dann tagsüber gearbeitet, abends abgehangen. Es war einfach auch eine mega coole Zeit als Freunde. Und es hat halt einfach Spaß gemacht und man hat halt das Gefühl, man bewegt halt was und macht was Wichtiges. Also wir haben viel gereist. Ich bin, glaube ich, jedes zweite Wochenende war ich irgendwo wegen Germany's Next Welcome. Dann hat es ja euren Lebensalltag ganz schön verändert. Wie seid ihr denn mit diesem Hype, sage ich jetzt mal, umgegangen? Auch, ihr wart ja auch im Landtag in Düsseldorf, also mit dem Interesse, was auf einmal von außen auf euch zugekommen ist. Ich kann es so retrospektiv gar nicht fassen, eigentlich. Also ich glaube, jetzt kann ich das gar nicht mehr so jedes zweite Wochenende weg und dann noch Studium nebenbei irgendwie, ach, jetzt habe ich so ungefähr so halbtags Uni und am Wochenende liege ich im Bett, keine Ahnung. Ich kann es auch gar nicht fassen eigentlich. Und es war schon krass, wenn ich denke, wow, das haben wir alles gemacht und wie viel es auch war. Also
NRW hat uns auch zum Dankeschön, also wir haben ja nicht bare Münze jetzt als Bezahlung gekriegt oder so, sondern halt diese Workshops, aber die haben dann auch immer noch wirklich versucht, uns praktisch was Gutes zu tun oder als Dankeschön zu geben. Und wir waren dann beim Webvideopreis eingeladen, so als Ehrengäste, und das war ziemlich cool damals mit halt so YouTube-Größen und anderen so Influencer, halt damals gab es das Wort noch gar nicht so sehr, aber ja, und dann noch da bei irgendwelchen After-Show-Partys und so, dann waren David und ich waren eingeladen zum Tag der Deutschen Einheit 2018 oder 17, ich weiß nicht genau. Das war auch verrückt. Eigentlich, also David war leider krank, aber das war einfach totaler Wahnsinn, weil ich jetzt so dran denke, hä, wie krass war das denn, bitte schön, so als Ehrengäste. Also es gibt, das wissen viele wahrscheinlich gar nicht, beim Tag der Deutschen Einheit kommen aus jedem Bundesland immer 10 BürgerInnen, die besonders aufgefallen sind durch ihr ehrenamtliches Engagement. Und dann läuft man da halt so durch diverse Festakte, darf mal dem Präsidenten die Hand schütteln und die Ministerpräsidentin des jeweiligen Bundeslandes. Es war damals in Mainz, die haben uns auch ordentlich mit Wein versorgt. Also gab es so diverse Weinverkostungen und so. Also es war ziemlich krass, auch so was Unterbringung und Sicherheitsamt ging, keine Ahnung. Ich kann es, so wie gesagt, retrospektiv, genau, dass ich mich total überfordert war, krass. Das gesamte Projekt wirkt auch in der Retrospektive viel absurder, als wir das damals wahrgenommen haben. Also das konnten wir damals auch noch nicht absehen, wie groß das wird. Aber meinst du jetzt sozusagen einfach von dem ganzen Rummel drumherum, oder meinst du sozusagen tatsächlich mit dem, was die App eigentlich kann und was ihr habt ja, das eine ist praktisch, dass ihr ja super viel Aufmerksamkeit bekommen habt für eine echt tolle Intervention, für natürlich technische Lösung, wie mit Code die Welt verbessert, aber das andere war ja wahrscheinlich wirklich die faktische Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. Wie wart ihr denn da aufgeteilt, also bei euch im Team? Hatte da jede von euch eine unterschiedliche Rolle, sowas wie irgendwie der eine checkt immer, ob die ganzen Codes auch funktionieren, der andere sucht sich, guckt, wie er an die Daten kommt, oder wie habt ihr euch organisiert? Ja, also es gab schon Fokus, sage ich mal. Also ich glaube, David war damals so ein Frontend-Team und Karl im Backend. Ist es richtig? Ich glaube, also Karl war auf jeden Fall Backend. Ich glaube, David war so... Sowohl als auch. Das hat alles mehrmals gewechselt und wir waren auch zu jeder Zeit ein relativ großes Team. Manchmal größer, manchmal kleiner, aber und es gab auch eine relativ große Schwankung an Mitgliedern, aber genau, also die Aufgaben haben sich da sehr verändert auch. Also, ja, ich habe halt. Bitte, Karl. Und wir haben ja auch viel, also wir hatten diese Workshops dann zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen, wo wir uns dann halt einmal im Monat irgendwo in Köln getroffen haben, und da haben wir halt oft auch so eine Art Mini-Hackathon gemacht oder so und halt und wirklich ein Wochenende ganz intensiv dran gecodet, weil wir es sonst oft auch neben der Schule und so nicht so viel hinbekommen hatten. Und da ist es dann auch halt so, alle machen irgendwie so, was gerade ansteht, und da war das auch oft etwas aufgeweichter, wer jetzt was macht. Das heißt, letztendlich bei den Workshops waren da noch andere MentorInnen oder andere Menschen dabei, die euch noch unterstützt haben? Also ich meine, das ist ja auch ganz schön viel technisches Know-how, und da gibt es ja bestimmt einige von euch, die vielleicht erstmal mit fast gar keinem Vorwissen, was technische Fragen betrifft, zu Jugendtakt gekommen sind oder an dem Projekt gearbeitet haben. Ja, also es war ja mein erstes, also Jugendtakt West, wo das angefangen hat, war mein erstes Jugendtakt. Und ich konnte davor, also damals, fast noch gar nicht programmieren. Also ich habe da viel zugeschaut und so gelernt. Deswegen war auch während des Projektes dann erst recht, als es dann professioneller wurde, hatte ich sehr so alles, was Kommunikation angeht. Also ich habe halt eben oft die Interviews geführt und für Fernsehbeiträge und sowas. Social Media, ich war halt auch viel über die Schulter geschaut und auch designtechnisch ein bisschen mitgemacht. Aber es gab auch Mentoren, die uns geholfen hatten. Also es waren auch schon welche, die bei Jugendtech dabei waren. Und dann haben wir halt durch das Land noch so pädagogische Betreuer gekriegt, wie das halt ist, wenn man so als Minderjähriger was mit dem Land macht. Das ist so Pflicht, aber es waren alles total coole Leute, mit denen wir da gearbeitet haben. Und Karin Wittister, was habt ihr da so technisch gelernt?
Also konnten die euch noch was beibringen, sage ich mal, oder habt ihr wirklich eigentlich wirklich viel euch durch Trial and Error selbst beigebracht? Na, ich glaube, wir haben vor allem dadurch eine Menge gelernt, dass wir mehrmals unseren Tech-Stack komplett weggeworfen und neu gemacht haben und mit unterschiedlichen Technologien gearbeitet haben. Wir haben auch die ein oder andere fragwürdige Entscheidung getroffen, die man, was man vielleicht heute so nicht mehr machen würde. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel irgendwo damit drin hing auch noch ein WordPress, so das hätten wir vielleicht auch einfach weglassen können. Oder, aber genau, wir haben da damals auch auf den hottesten neuen Kram gesetzt und React verwendet. Und React hat sich zum Beispiel als sehr gute Wahl erwiesen. Also das ist immer noch heutzutage so das JavaScript-Framework der Wahl. War aber wahrscheinlich auch eher Zufall. Ja, und ich glaube, dass das Technische war letzten Endes auch nicht so die Mammutaufgabe an dem Projekt, sondern wirklich viel Konzeptuelles. Wir haben ja lange Diskussionen geführt darüber, wie das User Interface auszusehen hat, wie das, welche Features reinkommen und welche wir rausnehmen. Ja, aber also vor allem, glaube ich, für uns alle die größte Errungenschaft aus dem Projekt ist mal lange zusammen in einem Team gearbeitet zu haben, irgendwie an einem Strang zu ziehen und auch letzten Endes hat sich da, glaube ich, für viele von uns auch, haben sich da viele wichtige Freundschaften entwickelt. Alle nicken. Ah, Karl, was war denn und was war für dich praktisch so das größte Learning bei diesem oder das, was dich am meisten geprägt hat bei dem Projekt? Also ich glaube, was mich so am meisten geprägt hat, es sind auch definitiv the friends we made along the way. Also die Freundschaften, die irgendwie daraus entstanden sind. Ich glaube, was auch relativ viel Zeit eingenommen hat, waren halt gar nicht so das Technische, sondern wirklich auch irgendwie Inhalte finden, die Inhalte gut darstellen. Das unterschätzt man total leicht, wie schwer es ist, quasi irgendwie gute Daten zu bekommen und die gut aufzubereiten. Ich glaube, das hätten wir ohne das Land gar nicht hingekriegt. Also das heißt, am Anfang war es ja eben noch Germany says welcome und da war es wahrscheinlich schon schwierig, Daten zu bekommen, aber dadurch, dass es dann zu NOW says welcome geworden ist, heißt es, die haben euch dann aktiv auch also alle Daten, die ihr benötigt habt, zur Verfügung gestellt. Also da Ja, hat es genau. Hand in Die Hand haben funktioniert mit auch die Wikipedia. Übersetzung dann gemacht. Also keiner von uns konnte Arabisch. Wie wahrscheinlich ist es keiner von drei so deutschen Kindies Arabisch kann. Aber das war eigentlich auch ein mega Design-Flaw. Wir hatten halt relativ früh, glaube ich, deutsche und englische Versionen. Aber na, wenn man was für Geflüchtete macht, die gerade erst in Deutschland eingekommen sind, da ist Englisch, also Deutsch, ja, wo sowieso und Englisch auch halt eine Minderheitensprache. Und da hätte man natürlich. Gut, es war ja logisch, dass das jetzt so bei Jugendhack im Hackathon wahrscheinlich jetzt nicht so möglich war, aber wo man halt auch relativ früh eigentlich sich mal Gedanken darüber machen könnte, an wen geht es eigentlich und was ist damit das Wichtigste und das ist Accessibility für Leute, die es wirklich brauchen. Aber genau, aber das wäre ja auch etwas, also wir hätten ja keine Übersetzung finanzieren können ohne das Land. Und auch eben diese Informationen, wie das mit Asylanträgen läuft und so. Gut, das hätte man sich wahrscheinlich raussuchen können, aber das war einfach eine Riesenhilfe, die da durch das Land gekommen ist. Und ich glaube, wie gesagt, in diesem, also was den Content angeht, wäre die App wahrscheinlich niemals in einem Play Store gelandet, hätte das Land da nicht geholfen. Ich stelle natürlich hier oft die Fragen, aber ihr da draußen, liebes Publikum, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr könnt natürlich auch gerne uns Fragen stellen, entweder direkt über Twitch oder auch über Subtip, unsere Community oder über alle anderen Kanäle, die bekannt sind. Und ich werde sie dann an Vedista, Anna und Karl weitertragen und vorlesen. Also wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Jetzt ist eure Chance. Was ist denn letztendlich aus dieser App geworden? Also wisst, habt ihr irgendwie so Zahlen, wie oft die runtergeladen wurde oder gab es ja nochmal ein Update? Was ist passiert? Wurde die heute noch genutzt?
Also sie wurde dann irgendwann, also wir haben das irgendwann dann größtenteils an den IT-Dienstleister des Landes übergeben. Die waren auch schon bei dem Workshop so ein bisschen mit dabei, haben mal reingeschnuppert und die haben dann halt am Ende übernommen, das auf einen Server aufzusetzen, irgendwie die Apps in die Play Stores zu bekommen, die letzten Sachen zu machen. Und dann gab es irgendwie diese, irgendwann eine Pressekonferenz, genau, das, da ist auch ein Bild davon, zusammen mit Hannelore Kraft, wo die App offiziell released wurde als Welcome to NRW. Und dann hatten wir eigentlich nicht mehr viel damit zu tun. Dann hat das Land die betrieben. Ich glaube, sie wurde nicht stark weiterentwickelt mehr und hatte dann ein paar tausend Downloads, glaube ich, so im Play Store. Wir haben keine ganz genauen Zahlen. Und inzwischen gibt es die, glaube ich, einfach nicht mehr. Also die ist dann, glaube ich, einfach so ein bisschen eingeschlafen. Die Website gibt es inzwischen nicht mehr. Und man findet jetzt auch auf den Seiten des Landes, glaube ich, nichts mehr dazu. Genau, ich glaube, das wurde nach dem Regierungswechsel in NRW dann aufgegeben. Genau, also es gab da ja einen Wechsel für die Leute, die nicht aus NRW sind. Hannelore Kraft war damals ja die SPD-Ministerpräsidentin und jetzt ist es eine CDU-Regierung. Und der Ja. Wechsel kam praktisch 2 Monate oder so, nachdem die App fertiggestellt wurde. Genau, also wer weiß, vielleicht sind Geflüchtete unter Schwarz-Gelb ja nicht mehr willkommen. Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil also das ist ja nun tatsächlich so, dass diese Herausforderungen, die Menschen haben, die zu uns kommen, die nehmen wir nicht ab. Auch gerade den Behörden, die Behördengänge und so weiter. Also von daher ist das natürlich sehr schade. Wie ist das, seid ihr, also ihr seid ja wahrscheinlich dadurch, dass der IT-Entwickler des Landes das übernommen hat, habt ihr da irgendwie keine Anrechte mehr oder so, da mitzureden? Oder könntet ihr sowas reaktivieren, wisst ihr, wie Naja, das wäre? also wir haben die App unter einer GPL-Lizenz veröffentlicht. Also für die, die es nicht wissen, kurz zusammengefasst, wenn du die, du kannst die App verwenden, du kannst sie verbreiten, du musst sie aber unter der GPL-Lizenz auch weiter verbreiten. Das heißt, wenn du jemandem die App zum Download anbietest, musst du ihm auch den Source Code geben. Das war für die Agentur, mit der die Regierung da zusammengearbeitet hat, die rel eine relativ große Agentur, die sehr viel für Bund und Länder macht, etwas ungewohnt. Wir mussten da auch nach dem Release etwas Druck ausüben, dass sie dann tatsächlich den Source Code released haben. Also man muss auch einfach die negativen Seiten erzählen. Ja, also die grundsätzliche Idee des Projekts war schon, wir entwickeln das als Germany Says Welcome und die Bundesländer können sich das forken. Und das hat NRW gemacht mit Welcome to NRW. Haben sie dann leider relativ schnell eingestellt und die anderen Bundesländer waren da auch relativ wenig interessiert. Es gab da mal eine Anfrage oder so von Thüringen, glaube ich. Aber das haben wir auch nicht weiter verfolgt. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir wahrscheinlich alle etwas enttäuscht sind, dass es nicht so, dass es halt nicht groß verfolgt wurde und auch nicht so verbreitet wurde, wie wir uns das vorgestellt haben und da gewünscht hatten. Also 5.000 Downloads oder so waren es, glaube ich. Das ist ja jetzt auch keine riesengroße Zahl, also für die Anzahl an Geflüchteten, die da in NRW waren. Und da hätten wir uns halt schon gewünscht und wir hatten da schon auch manchmal das Gefühl, es war dann, dass es vielleicht eher so was wie ein PR-Projekt war. Oh, guck mal, die Minderjährigen haben was für Geflüchtete gemacht. Voll schön. Und dann wurde es halt nicht mehr so beachtet, ja. Genau, an der Stelle muss man auch ganz deutlich sagen, die Flüchtlingskrise in Anführungszeichen, in der wir uns 2015 befunden haben, ist nicht vorbei. Es gibt immer noch Geflüchtete. Deutschland nimmt vielleicht weniger auf, aber die Leute sitzen halt jetzt woanders fest, ertrinken im Meer. Also das ist nicht vorbei. Und ich würde mir da durchaus wünschen, dass die Länder und der Bund da diese Idee nochmal aufgreift und zusammen mit der Aufnahme oder der vermehrten Aufnahme wieder von Geflüchteten auch die Ideen wieder aufgreift, zum Beispiel so eine App bereitzustellen. Absolut. Das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Das ist immer so ein bisschen so ein
Das ist echt fies mit so Jugendprojekten, vor allem wenn ihr vorher so gehypt wurdet und dann was ist draus geworden? Also so kann ja schon auch zu einer ganz schönen Resignation führen, finde ich. Also toll, dass ihr euch trotzdem heute mit mir hier und den ZuschauerInnen draußen hinsetzt und uns davon erzählt. Könntet ihr euch denn vorstellen, mal zu gucken, ob Ansprechpartnerinnen von früher noch da sind und die mal drauf anzusprechen, so hey, was ist draus geworden und warum gibt es das nicht mehr? Also weil manchmal in den Ministerien ändern ja sich nicht immer alle, nur weil die Partei sich ändert. Ich bin mir nicht ganz, also man könnte natürlich nachschauen, ob da noch die gleichen Leute in Charge sind. Ich muss sagen, ich persönlich habe da einfach, also ich bin jetzt nicht mehr so in dieser Coding-Welt so extrem drin. Ich mache jetzt studiere jetzt was ganz anderes eigentlich und also ich hätte da jetzt auch nicht so den Nerv, mich da nochmal so drum zu kümmern. Ich glaube, wenn ich jetzt, also wenn ich mich jetzt für Geflüchtete engagieren würde, würde ich auch eher versuchen, mich halt irgendwie in Unterkünften auszuhelfen oder sonst wie Direct Action zu machen. Ja. Und ich glaube auch, dass das, was irgendwie gerade benötigt ist, ist nicht diese App. Also ich glaube, Deutschland hat die Ressourcen und hat die Möglichkeiten und müsste halt einfach mal Leute aufnehmen, statt sie irgendwie im Mittelmeer ertrinken zu lassen. Und ich glaube, also mit jedem aufgenommenen Menschen wäre deutlich mehr geholfen, als wenn es diese App nochmal gibt. Und das müssen wir einfach mal hinbekommen. Preach. Das heißt, eigentlich ist es für euch auch so eine so eine Erfahrung, also ich meine, es ist natürlich auch schon eine krasse Aussage, ne, Karl, zu sagen, also das haben wir damals gemacht, das war für uns super wichtig, aber wir merken gerade, dass das Leben wird sich nicht verändern für die Menschen, die halt immer noch vor den Toren der Festung Europa stehen oder eben ertrinken oder unter den schrecklichsten Verhältnissen leben in Camps. Das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen so eine Aufgabe von dem eigenen, also so als würdet ihr euer Baby, die App aufgeben, letztendlich, okay, sie wurde ja schon aufgegeben sozusagen für das, von dem Land, aber wenn ihr heute, nehmen wir mal an, ihr seid ja schon eigentlich jetzt im MentorInnenalter, oder? Ihr seid ja gar nicht mehr die typischen jungen Takt-Teilnehmerinnen. Ja, ich glaube, wir waren so die erste Generation, die dann von Teilnehmenden in die Mentorinnen eben ja, aufgerüstet sind. Voll gut. Aber was würdet ihr denn heute, also wenn ihr heute was entwickeln würdet im Rahmen von Jugendtrakt, was würdet ihr denn dann vielleicht entwickeln? Fiese Frage, weil ihr also, so sehr spontan kommt. Aber. Ich und David, wir waren mal bei einem, David und ich, der Esel nennt sich gut zu Ende. Wir waren mal bei, das hieß damals noch junges Angebot für den ARD und ZDF. Und jetzt heißt es Funk oder Funk, kennen ja wahrscheinlich alle. Und da gab es so ein Hackathon, bevor das angefangen hat. Und da haben wir mal so ein voll geiles Hardware-Spaßprojekt gemacht. Es hieß Lügenpresse und es war so eine umgebaute Saftpresse, die Bullshit-Artikel ausgespuckt hat. Und mit Flügeln gewackelt hat und sowas. Es gab so 50 Euro Budget und wir haben uns einfach Krimskrams gekauft, um irgendwas zusammen zu basteln. Und ich glaube, wenn ich nochmal als Teilnehmerin zu Jugendtech gehen würde, dann würde ich wieder so ein Hardware-Bullshit-Projekt machen, das einfach mega Bock macht zu bauen. Weil ich glaube, also Karl hat es einmal total schön gesagt, wir haben irgendwie so eine technische Lösung geschaffen, wo es eigentlich gar nicht so sehr ein technisches Problem gab. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die App schlecht war oder dass es halt nicht gut war, aber es war halt nicht die top erste Priorität, was man machen hätte müssen. Also es wäre erstmal eine offenere Geflüchtetenpolitik gewesen, die wesentlich wichtiger wäre als diese App eben. Und also deswegen reden wir jetzt so darüber. Ich glaube, keiner von uns sagt jetzt auch die App totaler Käse, sondern wir denken einfach, ja, da gäbe es dringendere Anliegen. Ja. Karl, also du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, aber letztendlich Jugendtrakt heißt ja nicht umsonst mit Code die Welt verbessern. Und das war was letztendlich, was ihr damals im Rahmen eurer Möglichkeiten ja auch entwickelt habt. Ihr sagt, heute würdet ihr es anders sehen, aber damals war das ja durchaus die richtige Möglichkeit. Weil Anna gerade meinte, naja, eigentlich hätte man die Politik ändern müssen. Habt ihr denn nicht aber ein Stück weit auch die Politik oder die Aufmerksamkeit verändert mit dem, was ihr getan habt?
und entwickelt habt? Was meinst du? Also ich glaube, wir haben nicht die Politik groß geändert. Also ich glaube, wir hatten gerade in Nordrhein-Westfalen eine sehr gute Situation, dass es halt eh eine SPD-Regierung gab, die dann irgendwie das als cooles PR-Projekt erkannt hat. Und ich glaube schon, dass man vielleicht auch in so einem Hackathon irgendwie coole Sachen machen kann, aber ich glaube, dass es nicht unbedingt immer das Beste ist, halt irgendwie eine technische Lösung für, in dem Fall war es ja eher ein soziales Problem, zu finden, sondern dass man sich halt vielleicht eher irgendwie tatsächlich technische Probleme suchen soll und natürlich einfach irgendwie, also Jugendhackt ist immer eine super coole Möglichkeit, um irgendwie tolle Leute zu treffen und irgendwie gute Freundschaften zu schließen. Ja, Kaline, der OG. Das war ja auch unser Alpaka, das wir dann überall hin mitgeschleppt haben. Ja, ich glaube natürlich, also das hat jetzt sich auch vielleicht sehr pessimistisch angehört. Also ich finde auch gut, dass halt das Logo von oder das Slogan von Jugendhackt halt ist, mit Code die Welt verbessern ist. Ich glaube, man muss halt realistisch sein und sagen, überlegen, ja, kann ich jetzt mit Code die Welt verbessern? Natürlich kann man jetzt nicht Weltfrieden mit einer App lösen oder so. Ich glaube aber, man kann schon, also was es auf jeden Fall viel zu beiträgt, ist halt politische Bildung bei Jugendlichen. Ich war, bevor ich zu Jugendhackt gekommen bin, ziemlich cringe, was so Politik angeht, also ziemlich so neoliberal irgendwie. Uff. Und ich glaube, also es gibt da schon nichts. Also es ist ein cooles Awareness-Ding auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt da halt auch immer noch viele coole Projekte, die sich halt sich das wirklich zu Herzen nehmen, mit Code die Welt verbessern. Wir haben auch ein Jahr später oder 2 Jahre später oder so, da war, glaube ich, auch David mit dem Team. Das war so was, so ein Flutwarnsystem. Einfach, da haben wir dann mit so 3D-Druckern was gemacht und gezeigt, wie easy man halt eigentlich einen Überflutungsmelder mit 3D-Drucken bauen kann, wenn Leute da ihre Ressourcen reinstecken würden. Das kostet dann irgendwie 10 € und nicht 200, wie man es kaufen kann im Laden. Und ich glaube, also man kann auf jeden Fall noch super coole Sachen machen. Es sind ja auch andere Projekte in teilweise ins Museum gekommen, glaube ich, wo man irgendwie radeln musste für Wi-Fi oder so. Okay, also es gibt ja super viele Projekte, die ganz coole Sachen geschafft haben. Also Genau, also ich sehe auch den Anspruch eines Hackathons wie Jugendhackt nicht da, dass da am Ende irgendwas rauskommt, das tatsächlich irgendwie ein fertiges Ding ist. Und da, ja, ich glaube, da muss man sich als Teilnehmende eines Hackathons auch dem bewusst sein, es ist halt Prototyping, es ist Sachen lernen, Bekanntschaft schließen, coole neue Leute kennenlernen und auch einfach eine Menge Spaß haben. Also das haben wir eben wahrscheinlich gar nicht erwähnt, als du uns gefragt hast, was denn bei uns so die Motivation war. Aber wir hatten halt einfach richtig Bock. Also wir haben halt dann auch privat viel miteinander abgehangen und es war halt einfach eine verdammt schöne Zeit, die ich so nicht missen wollen würde. ja, total prägende und wunderschöne Zeit. Also, ich glaube, also jedes Wochenende, das wir da zusammen verbracht haben, war total unvergesslich. Und so Karl und David, das sind jetzt mit die Freunde, die ich schon mit fast am längsten habe, irgendwie, weil es halt einfach coole Leute sind, mit denen man halt viel Gemeinsamkeit. Also ich glaube, das ist ja vieles für so, ich sag mal, Nerd-Kiddies schwierig, manchmal Anschluss zu finden in den deutschen Vorstädten oder so. Da ist man eher vielleicht Außenseite und da trifft man bei Jugendhackt Leute, die halt auch irgendwie nerdig und cool sind und ähnliche Interessen haben. Und ich glaube, da kann man halt wirklich Leute, also Freundschaften schließen, die was ganz Besonderes sind. Voll die Liebeserklärung natürlich an Vidista und auch an Karl. Super schön. Ihr habt aber auch noch ein bisschen Bildmaterial mitgebracht und wolltet vielleicht so ein paar lustige Geschichten auch noch erzählen. Habt ihr Bock, da nochmal was zu zeigen? Ja, ich kann da gerne mal was zeigen, noch was wir an so Dankeschön-Sachen angeht. So, das müsstet ihr jetzt sehen können. Genau, also erstmal, ich weiß nicht. Also das war zum Beispiel beim Barcamp in Wuppertal, glaube ich. Das war ein WDR-Interview oder so. Also das bin ich. Und das war beim Tag der Deutschen Einheit.
Aber so genau, das war beim Webvideopreis, damals noch mit Anna Hafer, David und ich und Kaline natürlich auch im Gepäck. Das war halt auch so eine, also NRW hat damals den Webvideopreis mit gesponsert und dann hatten wir da halt so Ehrengasttickets oder so. Man sieht, wir laufen da schreiten über den roten Teppich. Genau, wir wussten gar nicht so richtig, was das mit diesen VIP-Tickets eigentlich auf sich hat, bis wir dann irgendwie am Eingang, am Rückeingang irgendwie neben Waititi standen. Die halt damals, also die Menschen, die jetzt im Jugendhackt-Alter, teilnehmenden Alter sind, kennen Waititi wahrscheinlich nicht mehr, aber das waren damals die YouTuber, also wahrscheinlich, ich glaube, der zweitgrößte Kanal in Deutschland oder so. Und genau, dann sind wir halt vor und hinter ganz vielen bekannten Stars und Sternchen über diesen roten Teppich geschritten. Und Am Ende waren wir noch bei so einer Aftershow-Party in einem genau, und die Club. ganzen kreischenden Menschen da, die da am roten Teppich gestanden haben, haben uns angesehen und waren so, hey, wer ist das? Woher kennst du die? Das war schon ziemlich witzig. Das war nice, ja. Und genau, dann Sendezentrum. Einen Moment. Da muss ich mal ganz kurz das wieder ausmachen. Das kann ich mal zeigen. Naja, dann zeigst du das mal. Genau, also wir haben auch diverse Vorträge gehalten über das Projekt und über, ja, auch wurden auch eingeladen. Unter anderem wurden wir auch eingeladen, auf dem 32C3 im Sendezentrum unser Projekt vorzutragen. Und naja, da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Eigentlich wollten Karl und ich diesen Vortrag halten, weil wir uns das immer so ein bisschen aufgeteilt haben. Ja, hab mir mit Karl und noch ein paar anderen Menschen ein Hotelzimmer geteilt. Und irgendwann weckt mich Karl und meint, hey, ja, du, also wir müssen in 10 Minuten im Sendezentrum sein. Wir waren so 20 Minuten S-Bahn vom CCH entfernt. Dann sind wir schnell losgerannt, standen am Bahnhof und haben gesehen, ah, Bahn kommt in 3 Minuten. Schaffen wir, holen wir uns noch einen Döner. Plot-Twist, als wir aus dem Imbiss rauskamen, fuhr die Bahn ab. Dann mussten wir weitere 10 Minuten warten. Und als wir dann irgendwann am Sendezentrum ankamen, wir haben in der Bahn noch schnell Slides ge gebaut, saß bereits Anna auf der Couch Ich sollte gar nicht und vortragen, genau, eigentlich, und wurde ist bemerkt an dem Tag. eingesprungen. Und man kann, huch, ja, man kann das wunderschön. Ja, da kommt Karl und gleich, es gibt dann. Genau, ich bin dann noch schnell einen Umweg gerannt durch den Himmel, um noch eine Flasche Wasser zu holen. Genau, Anna geht fest davon aus, dass wir nicht mehr kommen, ist sichtlich Ja, also ich hatte unerfreut. nicht so Bock. Also ist ja auch immer so ein Schlafentzug irgendwie. Und wie gesagt, es war ja nicht geplant. Und dann taucht er doch noch Karl auf und da geht's noch so. Und gleich kommt David und dann gibt es so einen absoluten Todesblink, weil ich einfach mega angepisst war. Genau, Karl und ich noch relativ verschlafen. Genau, da komme ich mit dem Wasser, wow, wie ich damals aussah. Und mache die Flasche auf und sie, genau, sie ist irgendwie noch über mein Bein gelaufen. Da war der Das Weg. war super cringe. Ich bin sehr froh, dass wir keinen Ton haben zu dem Video, weil ich auch wirklich, also man hört, dass ich halt seit 20 Minuten wach bin und da erstmal sehr husten muss, bevor ich sprechen kann. Und gerochen hat man zum Glück ja dann auch nicht den Döner, wahrscheinlich. Also Nur so. ich. Aber Anna, also war das dann mal so, dass du dachtest, ey Mann, warum mache ich die ganze Scheiße hier eigentlich und warum halten die sich nicht dran? Oder war es einfach, du hast sie gesehen und dachtest, hey, Friends forever? Ja, also ich war ja jetzt natürlich nicht wütend oder so. Also ich war vielleicht kurz angepisst und hatte jetzt nicht so Bock. Ich hatte halt eh vor zuzuschauen. Also es war jetzt nicht so, dass ich meine Pläne groß ändern musste. Gut, wie gesagt, da war ich dann 10 Sekunden wütend und dann war es halt witzig. Also war schon, also das hat mich jetzt nicht so gestört, wenn da irgendwie so zu spät kommen, verschlafen, weil ich weiß nicht, ich bin da auch ziemlich pedantisch, keine Ahnung. Ich bin selber immer ziemlich pünktlich eigentlich und meistens sogar zu früh. Und ich weiß, dass es bei vielen Leuten nicht so ist. Und ich bin da eigentlich ganz gechillt, wenn da irgendwie
was zu spät war oder auch verschlafen. Das war auch immer bei den Wochenenden dann so. Da ging es abends, wir waren da ja schon so 17, 18 dann am Ende. Da ging es, ja, war halt auch manchmal Party und dann am nächsten Morgen war halt mega verschlafen, alles durch. Aber so ist es halt. Das war auch Teil des Spaßes. Also ich hätte es anders nicht besser gefunden, sage ich mal. Was ist denn, wenn ihr so rückblickt, das absolute, euer absolutes Highlight aus dieser Zeit? Also das, was vielleicht so das, was vielleicht auch das Peinlichste oder so? Auf jeden Fall das, was euch am meisten Spaß gemacht hat. Also gab es irgendwie so eine Episode, wo ihr sagt, so das war einfach, ist auch so, steht für das, wie wir damals so drauf waren auch. Mal abgesehen von irgendwie noch schnell Döner holen und die Bahn fahren lassen und dann da so reinstolpern durchs ganze Bild und so. Karl, hast du da irgendwie eine Story? Oh, ich glaube, an peinlichen Geschichten fällt mir jetzt nicht so spontan noch was ein. I wonder Die hat Anna eigentlich alle in ihrem Kompromatkoffer. Ja, genau. Das sagen wir immer, unser Kompromatkoffer, wo die ganzen peinlichen Bilder gespeichert sind. Oh Gott, mir fällt gerade so viel ein. Aha, die anderen lachen und wissen, wovon die Rede ist. Also, David und ich hatten mal so eine Zugfahrt. Oh, wir kamen Das auf kann ich die, gar nicht erzählen. wir hatten die großartige Idee, über Nacht nach Berlin zu fahren, zu Jugendhackt Was Berlin, günstig war. weil es günstig war. Es war die günstigste Fahrt. Und dann kamen wir irgendwie um 6 Uhr morgens in Berlin an. Wir hatten auch natürlich kein Liegewagenticket. Und da waren sehr interessante Gestalten in dem Zug, muss Es man war sagen. wirklich wie im Film. Es war wie im Film. Also erst waren wir zu dritt. Also das war noch ein anderer Freund von David, der da mit dabei war. Und dann haben wir, es war so 23 Uhr, da haben wir gedacht, ja gut, legen wir uns hin. Einer auf eine Bank, einer auf die andere Bank, einer auf den Boden. Und dann eine Stunde später, bevor irgendeiner geschlafen hat, kam dann jemand dazu. Das war so ein 60-jähriger Herr, der ungefähr den ganzen Zugfahrplan Deutschlands auswendig konnte. Und die ganze Zeit von irgendwie ICE 539, ja, der fährt über Leipzig oder so, keine Ahnung, irgendwie die ganze Zeit sowas gedacht hat. Dann kam ein, der war ungefähr so alt wie wir, der Nachtzug ist dann noch weitergefahren und der war auf dem Weg nach Polen, um da irgendwie Turnschuhe zu verkaufen. Und dann kam noch einer, oh mein Gott, ich glaube, das können wir jetzt gar nicht so Der erzählen, sein aber. Auto abholen wollte. Genau, der hat sich irgendwann dann auch in unserem Abteil vor der Zugbegleiterin versteckt, weil er Oh irgendwie ja. geraucht hat. Ja, er hat Und im Zug geraucht und da gibt es ja 300 € Strafe für und der hat sich dann bei uns versteckt und wir haben richtig gehört, saßen so im Abteil und er hatte sich mit so einer Jacke zugedeckt und versteckt und hat jede Tür so auf, die ist, die alle Abteile lang hat jede Tür so. Und hat die Tür wieder zugewandt. Dann kam sie zu uns und ich dachte, oh shit, jetzt vorbei. Dann reißt die Tür, schaut ihn so an. Okay, und sie sieht ihn nicht. Und dann war ich so voller Paniken und musste anfangen zu lachen. Und ich dachte, nein, scheiße, jetzt ist es vorbei. Aber sie hat einfach die Tür weiter zugemacht. Und da ist mein Herz irgendwie immer stehen geblieben. Also es war einfach total verrückt, ja. als wir dann in Berlin waren, hatten wir ja noch ein paar Stunden Zeit, haben irgendwie am Hauptbahnhof geschlafen oder so und sind dann bei strömendem Regen auf die Demonstration vom Bundestag, weil es war der Tag der Abstimmung, irgendeine Reformation. Sie haben die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt, die mittlerweile wieder gekippt wurde. Und da, genau, standen wir dann im strömenden Regen seit über 24 Stunden wach auf dieser nassen Wiese und haben Daniel aus dem Jugendhack-Team getroffen. Ja, der ja auch gern auf allen möglichen und unmöglichen Demos ist. Sehr witzig. Es ist wirklich sehr filmisch, wie sie da die Tür aufmacht, glaube ich, die Zugbegleiterin, kann ich mir gut vorstellen. Was macht ihr denn eigentlich alle heute? Also es ist ja jetzt sind 5 Jahre vergangen. Anna hatte schon mal so ein bisschen angedeutet, dass sie jetzt was anderes studiert. Karl, was machst du denn jetzt? Ich studiere auch. Also ich arbeite so ein bisschen halt, mach Softwareentwicklung und studiere jetzt Informatik hier in Berlin. Ja. Und Hab quasi genau das weitergemacht, was mir schon bei Jugendhackt Spaß gemacht hat, nämlich irgendwie programmieren und Dinge mit Computern. cool. Und es macht dir auch weiterhin Spaß? Das macht mir auch weiterhin Spaß, ja. Und du bist auch Mentor, oder? Bei Jugendtakt. Ja, natürlich. Also, ich bin dann, sobald ich
Sobald ich nicht mehr Teilnehmer sein durfte, bin ich sofort in die Mentorinnenrolle gewechselt. Und es macht mir, also, es macht, glaube ich, mindestens genauso viel Spaß als Mentor wie als Teilnehmender, Was ist deutlich in Kontakt anstrengender? zu sein. Ja, Ja, weil und man mit so man. jungen, unausgeschlafenen Typen zu tun hat, ne? Ja, und vor allem, weil man auch selbst so unausgeschlafen ist. Und ich meine, ich bin nicht viel älter, aber ich merke halt, wie ich jetzt doch so ein Jugendhaktwochenende mit quasi keinem Schlaf doch nicht mehr so gut aushalte und es mich irgendwie mehr stresst als Teilnehmer noch. Hast du schon bei einem Remote-Hackathon von uns teilgenommen eigentlich in diesem Jahr als Mentor? Ja, ich war bei dem ersten mit dabei. Und jetzt bei Halle. Halle war das, glaube ich, genau. Da war ich auch Wie war mit. das denn für dich, so dieses ganze nicht mehr so hands-on und sehr nah an Also der es ist Gruppe auf jeden Fall sein? anders. Es ist total anders und ich finde es irgendwie doch deutlich anstrengender, den ganzen Tag in so einer Videokonferenz zu sein, als irgendwie durch so ein, meistens sind das ja super schöne Locations bei Jugendhack, da durch so eine tolle Location zu laufen und da irgendwie Projekte zu machen. Aber ich finde, es kommt trotzdem oft noch der Jugendhack-Spirit auf. Und ich merke auch, dass ich danach immer ganz viel Energie getankt habe. Also ich bin unfassbar müde, aber ich habe total viel Energie getankt. Und das gibt mir total viel. Voll schön. Und David, was machst du so? Bei dir sieht es ja wirklich richtig professionell aus. Du könntest auch so ein Radiomoderator sein oder so. Ja, nee, Podcaster. ich, nee, ich bin einfach nur Audio-Equipment-Nerd. Nee, ich habe, also mein Lebenswandel war nicht ganz so vorbildlich wie Karls und Annas. Ich habe mit 18 die Schule abgebrochen und bin nach Berlin gezogen. Genau, und arbeite seitdem auch in der IT. Bin mittlerweile bei einem Internetanbieter und mache so Backbone-Netze und ja, bin relativ glücklich damit. Aber also Kinder, macht Schule fertig. Also ich ärgere mich mittlerweile tatsächlich ein bisschen darüber, kein Abi zu haben, weil ich schon ganz gerne aus Interesse studieren würde, nicht unbedingt, weil ich es brauche. In der IT ist so ein Abschluss eh nicht so super wichtig. Aber wäre schon spannend, ja. Ja, das ist in Deutschland so ein bisschen doof. Ich habe gelernt, dass man in Österreich zum Beispiel nicht, dort heißt es Matura, also kein Abitur braucht, um zu studieren. Die sind uns ein bisschen voraus in manchen Sachen. Man glaubt es kaum. Aber ja, Ja, ich könnte Hauptsache du tatsächlich. bist glücklich, weißt du, David? Das ist das Wichtigste mit dem, was Ja, du tust. also macht mir super viel Spaß, was ich tue. Und genau, also Abschlüsse in der IT nicht so super wichtig. Aber ich könnte theoretisch natürlich auch meine Prüfung zum Fachinformatiker hinlegen bei der Handwerkskammer und könnte dann bei der Industrie- und Handelskammer in dem Fall und könnte dann an Fachhochschulen studieren, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Also es, ja, geht auch ohne Abi. Und du überlegst aber noch, ob du das wahrnimmst, ob du das noch in der Zukunft vielleicht machst. Ja, mal schauen, wie sich meine Lebensplanung entwickelt. Und hast du schon bei einem Hackathon von Jugendhack, die letzter Zeit alle ja, remote waren, mal als Mentor teilgenommen? Nee, bei einem Remote-Hackathon war ich bisher noch nicht. Genau, ich habe auch bei meinen letzten Jugendhacks in Berlin und Köln weniger die Mentorrolle eingenommen und mich oder ums Netzwerk gekümmert. Ja, genau. Ja, Anna, magst du noch mal erzählen von dir, wo du jetzt nach Ja. 5 Jahren stehst? Krass, das ist schon 5 Jahre her. Ja, oh, sorry, ich habe meinen Nerv eingeklemmt. Nacken ist ein bisschen schwieriger. Ich mache jetzt, wie gesagt, was ganz anderes. Ich studiere gerade Koreanistik und Japanologie. Tatsächlich hat es auch was mit Jugendhack zu tun. Und zwar das mit Koreanistik halt eigentlich, also ich war schon immer so ein Sprachen-Nerd irgendwie. Und
Ich bin dann einmal mit JugendHackt, ja, das bei JugendHackt Vernetzte Welten, dem ersten, bin ich mit nach Korea gefahren. Und ich hatte mich halt im Vorhinein einmal so mit der Sprache beschäftigt und das hat so das Interesse entfacht. Und wir hatten da ja auch mit koreanischen Jugendlichen dann viel zu tun und es hat mir super gut gefallen. Und deswegen ist es jetzt mein Studienhauptfach. Ja, und nächstes Jahr gehe ich für ein Jahr nach Korea. Also, das ist ziemlich crazy. Und ja, ich muss sagen, mir geht es wahrscheinlich so ein bisschen so im Gegenteil wie bei Dart. Ich wünsche manchmal, ich würde gerade nicht studieren, sondern was Praktischeres machen, weil ich nicht so der Hausarbeiten-Freak bin. Also so 20, 25 Seiten Hausarbeiten hasse ich einfach. Es ist einfach ziemlich stressig. Und ja, nebenbei, ich mache immer noch sehr viel politisch und versuche im Moment irgendwie zu gucken, ob ich irgendwie mein Häkelmuster-Business aufziehen kann. Ja. Schon dein was? Häkelmuster-Business. Das ist ein relativ großes, ein nicht zu unterschätzender Handelszweig. Also man kann ziemlich viel Geld mit Häkelmuster machen. Also ich mache selber Häkelmuster für so Plüschtiere und sowas. Ja. Ah, das war in Korea, Ja. genau. Ach, das ist aus Korea. Da sehe ich auf jeden Fall noch Daniel von Jugendtakt Ja. und auch Yuka, oder? Ja, Yuka. Und ja, rechts, also links für uns aus gesehen, neben Yuka ist Muhi, der war auch mal kurz beim Projekt dabei. Cool. Ja, verrückt ist. Das ist, also freut uns natürlich total, dass genau auch die vernetzten Welten, also eine andere Sparte von Jugendhakt, also nicht nur die Hackathons, die Events gibt es ja, sondern es gibt eben auch den Austausch und es gibt auch die Labs. Also Jugendhakt kommt immer näher zu euch in eure Region, in eure Stadt. Ist Aber ich war auch mal natürlich. Mentorin. Ich habe es Du ganz warst auch vergessen, mal sagen. Mentorin. Ja. Ja. Aber leider kann ich nicht so gut coden. Es hat zwar mega viel Spaß gemacht, aber also würde ich besser coden, würde ich es jedes Mal machen. Aber ich würde auch, glaube ich, bei West, bei Süd, Quatsch, Kaiser, also bei Ulm, bei Köln würde ich wahrscheinlich überall mitmachen. Aber vielleicht irgendwann mal wieder. Voll gut. Ich habe ganz vergessen zu gucken, ob ihr da draußen im Publikum Fragen gestellt habt, aber ich glaube nicht. Ihr könnt jetzt nochmal die letzten Minuten natürlich nutzen, um an Vidista, Anna oder Karl oder auch so generelle Jugendtaktfragen zu stellen. Und Philipp, unser wunderbarer Master hier im Hintergrund, wird es auf jeden Fall dann an mich weiterleiten. Eine Sache interessiert mich natürlich trotzdem noch. Du meintest gerade, du würdest gerne ein bisschen mehr politisch machen und hast dann von deinem Häkeln erzählt. Wie verbindest du das miteinander? Also beides zusammen nicht so viel. Also ich sag mal, ich habe meinen eigenen Pussyhat damals gehäkelt. An die könnt ihr euch wahrscheinlich noch erinnern, diese pinken Katzenmützen und so. Nee, also politisch häkeln mache ich nicht so viel, aber das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee, da lässt sich vielleicht was machen. Aber ja, politisch, ich bin im Moment nur so in meiner Partei ein bisschen aktiv. Ich möchte jetzt aber vielleicht auch wieder mehr zu Fridays for Future, also irgendwas mit Klima, mal gucken, finde ich ziemlich wichtig. Und sonst, ich weiß, es hat mir lange Zeit auch so aus gesundheitlichen Gründen so ein bisschen der Drang gefehlt. Ich möchte jetzt auf jeden Fall wieder viel mehr machen und ich möchte noch was klarstellen. Ich hatte gerade eben mal gesagt, praktisch, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass unter so drei deutschen Jugendlichen keiner Arabisch kann. Und ich hatte nur mitgedacht, drei weißen deutschen Jugendlichen. Es gibt natürlich ganz viele deutsche Jugendliche, die auch Arabisch sprechen können, aber es war halt schon so ein Weißwurst-Club irgendwie. Und da können nicht so viele dann Arabisch. Also ich wollte nur noch mal so klarstellen. Ja. Ja, voll gut. Also das zeigt ja auch, dass euch die Zeit bei Jugendhakt, die ihr da als Teilnehmende praktisch verbracht habt, die auch sensibilisiert hat und ja, für das, was momentan hier auch in Deutschland passiert, aber was damals passiert und ihr habt euch ja auch dann sehr viel mit euch selber auseinandergesetzt. Also danke nochmal für die Klarstellung. Auch das, was Karl vorhin gesagt hat, dass ihr vielleicht heute das anders machen würdet und mehr selber Geflüchtete vielleicht auch befragen würdet, was die brauchen für so eine App. Ich fand es einen super schönen Talk. Er hat es großen Spaß gemacht mit euch drei. Die Zeit ist schon wieder rum. Das war der 8. Community Talk. Vielen Dank, dass ihr da wart. Total schön. Ich bin mir sicher, wir sehen uns an der einen oder anderen Stelle
auf jeden Fall wieder. Freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Talks, die kommen werden und natürlich die anderen digitalen Angebote, denn ihr wisst, der Herbst steht vor der Tür, die Erkältungszeit und so weiter. Ich benutze das C-Wort jetzt nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao. Ciao, danke, dass wir da Ciao. sein dürfen. Hat Spaß gemacht.